Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr meinen Kanal wieder besucht. Heute stelle ich euch das YumiTV A3 vor. Ich hatte euch ja schon mal das A1 vorgestellt, ein weiterer Kandidat aus dieser Modellreihe. Hier zunächst erstmal alle technischen Daten auf einen Blick. Wir haben zunächst ein kurzes Auspacken, CE-Kennzeichnen. Das hat ja Yumi mittlerweile gelernt. Das klappt hervorragend. Es ist nicht mehr drin als notwendig. Also es ist schon ein Budget-Smartphone für 80 Euro. Gut verpackt mit dem notwendigen Zubehör. Das Smartphone selbst, ein Netzteil, kommt natürlich mit. Kein Schnellladenetzteil, sondern 5 Volt, 1 Ampere. Kann man schlecht erkennen im Video. Es kommt natürlich auch ein Daten- und Ladekabel mit, diesmal von Micro-USB. Das ist aber kein Nachteil. Ich sehe kein Vorteil eines Typ C, zumal wir hier ja immer noch USB 2.0 haben. Es kommt natürlich auch eine Beschreibung mit, eine Kurzbeschreibung in mehreren Sprachen, auch in Deutsch. Die werdet ihr sicher nicht benötigen. Ja, es ist zunächst geschützt, auch durch eine Silikon-Pamba, den wir dann entfernen, damit wir einen besseren Blick auf das Smartphone haben. Der ist innerlich ein bisschen strukturiert, gefällt mir immer wieder, weil er ja schwarz und dunkel ist. Ja, da sind noch Verkaufsschutzfolien drauf, ein Metallrahmen bei dem Smartphone, der schön abgerundet ist, der das Smartphone natürlich robust werden lässt. Unten die Öffnung des Lautsprechers, Micro-USB und ein 3,5 mm Klinkenstecker. Ja, tatsächlich aus Metall, Metallrahmen, 80 Euro, Leute, das ist dann schon toll viel wert. Es gibt einen Schacht und zur großen Überraschung, liebe Freunde, es ist ein Triebel, ein echter Triebelschacht. Ihr könnt also zwei SIMs und eine Micro-SD-Karte einlegen. Das ist eine totale Überraschung. Dann machen auch die 16 GB ROM nichts, weil ihr könnt bis zu 256 GB erweitern. 193 Gramm und 18 Gramm für den Silikon-Pamba. Das ist nicht zu schwer bei diesem 3300 mAh Akku. Ja, ich gehe gleich ins Freie, liebe Freunde. Warum? Es macht Spaß, das Smartphone im Freien, selbst bei hellen Sonnenschein zu betreiben. Es hat ein exzellentes Display. Also da bin ich wirklich überrascht. Ein Budget-Smartphone mit einem derartigen Display ist dann schon eine Überraschung. Es ist natürlich elegant, hinten auch durch diese abgerundete Glasbeschichtung. Also das ist schon ein optischer Genuss und ihr seht hier schon im Hellen, ich habe ja voller Helligkeit jetzt den Test vor, ist es sehr gut erkennbar. Wir schauen uns die Messwerte an. Das ist immer wichtig für mich, ob die hier, ich glaube 520 Lux gemessene Spitzenhelligkeit bei Weiß ausreichend, 522 Lux, und das seht ihr, das Display ist auch bei hellen gut erkennbar. Also das ist tatsächlich ein Genuss, dieses Display im hellen zu nutzen. Das ist also schon die zweite große Überraschung, Triebelschacht und helles Display, liebe Freunde. Ich werde es dann in der Zusammenfassung euch noch einmal erläutern. Ja, es gibt auch genügend Codecs, die also dann das Smartphone mit verschiedenen Videos bespielen lassen können. Jetzt einen kleinen Blick in die Kamera. Das prüfe ich immer im Hellen. Kann ich beim Fotografieren das Bild erkennen? Und das kann ich tatsächlich auch erkennen. Ich sehe also, was ich gerade fotografiert habe. Also da kann ich mich nur lobend aussprechen, liebe Freunde. Ja, blätter mal ein klein wenig auch im Freien durch den Launcher. Das ist ein pures Android 8.1, liebe Freunde. Da gibt es kein User-Interface mit komplizierten Bedienungen oder Anpassungen. Das wird auch den einfachen Android-User Spaß machen, eine so native Oberfläche zu haben. Alles Notwendige ist vorhanden. Man kann auch den Hintergrund seinen Wünschen anpassen. Es ist 8.1, das werdet ihr ja schon gesehen haben. Dieses Kurzmenü. Und schaut mal auf diese Leiste. 2x4G, liebe Freunde. Das ist dann schon sozusagen auch die nächste Überraschung. Und beide Steckplätze sind also LTE-fähig.
Wir können über Wi-Fi Anrufe tätigen und wir haben auch das Voice over LTE zur Verfügung. Also da bleibt kein Auge trocken. Es ist tatsächlich weltweit gut einsetzbar und es ist auch ausreichend empfindlich. Auch es ist BLE Protect zertifiziert, das heißt also auch da gibt es kein Problem in der Anwendung. Ja, das ist schon ein Leckerbissen, optischen Leckerbissen, 80 € Handy. Also das hat mir irgendwie gefallen. Selbst die Rückseite glasbeschichtet ist nicht so sehr für Fingerabdrücke empfindlich. Apropos Fingerabdruck, ja, ich kann das Smartphone über diesen Fingerabdrucksensor natürlich entsperren, funktioniert sicher, aber nicht ganz so schnell. Also das ist sozusagen merkliche Verzögerung, aber das dürfte euch ja wohl kaum stören. Auch eine Gesichtsentsperrung, also eine Gesichtsidentifikation ist möglich. Ihr seht hier, ich blicke das Smartphone an und es wird entsperrt. Wir drehen uns dann mal ein bisschen weg, damit ihr also merkt, dass ich das tatsächlich über die Gesichtsentsperrung tue. Also jetzt blicke ich nicht rein, klappt nicht, drehst zu mir. Initiiere das Entsperren erneut und schon ist es entsperrt. Also das klappt auch hervorragend. Jetzt im Zimmer wirkt das Display ja noch einmal herrlich. Ja, liebe Freunde, das sind die Möglichkeiten, diese On-Screen-Tasten zu konfigurieren. Aber Switch up, liebe Freunde, ihr braucht diese Tasten gar nicht, weil ein Streichen nach oben bringt euch immer wieder zurück in das vorhergehende Menü. Also das ist auch so etwas, was man leicht übersieht. Natürlich kann man die Akkustatistik auflösen. Das ist hier bei 8.1 möglich. Manchmal macht das Smartphone es nicht, also machen die Hersteller es nicht. Es gibt auch verschiedene Energiesparmodi, die hier konfiguriert werden können. Das ist also auch keine ungewöhnliche Überraschung. Wir haben auch ein Wi-Fi-Display. Ich kann also den Inhalt meines Displays auf ein anderes Wi-Fi-fähiges Smartphone oder Fernsehgerät übertragen. Geht nur mit Miracast, geht nicht mit anderen Geräten. Also hier seht ihr, ich mache es einfach mal auf ein Telefon, übertrage den Inhalt des Bildschirms auf das Telefon. Genauso gut könntet ihr das auf ein Fernsehgerät übertragen. Ja, was sehen wir hier noch? Das ist die Möglichkeit der Gesichtsentsperrung, also der Entsperrung durch das Gesicht. Das sind die Konfigurationsmöglichkeiten. Es wird sogar durch die Displaybeleuchtung auch im Dunkeln unterstützt. Es gibt natürlich auch ein Firmware-Update übers Netz. Das habe ich schon machen müssen. Ja, schauen wir uns ein wenig in der Firmen- und Hardware um. Was haben wir? Wir haben einen Quad-Core-Prozessor. Wir haben 16 GB ROM, wir haben 2 GB RAM und wir haben hier auch eine USB-Host-Unterstützung, also ODG ist möglich. Hier wird es als BenQ A3 erkannt, das ist das Yumi, keine Angst. Schauen wir mal, was wir für einen Akku hier eingesetzt haben. Es ist eben, wie gesagt, Android 8.1. Wir haben einen 3300 mAh Akku, der übrigens 7,5 Stunden ununterbrochen das Display betreiben kann. Das ist ein guter Wert, also da kommen wir ganz locker und sicher über den Tag. Wir haben zwei Kameras. Die Rückkamera ist 12 MP und die Frontkamera 8 MP auflösend. Beides Omnivision. Sensoren. Es gibt keine Dualkamera, das ist ein Fake, liebe Freunde. Da gibt es also nicht etwa noch einen 5-Megapixel-Sensor im Kernel. Ja, mal einen kurzen Blick auf die Leistungsfähigkeit. Wir haben auch einen 5-Finger-Touch. Wir haben vier Sensoren, da ist nicht etwa der Gyrosensor, wie Yumi das ankündigt, verbaut. Ein Kompass ist zusätzlich noch verbaut, aber das ist dann auch schon alles. Also die vier Standardsensoren sind hier verbaut.
Wir haben natürlich auch ein GPS. Im Zimmer finde ich auch einen Fix, also eine Standortbestimmung. Und wir schauen uns das mal im Freien an. Ja, jetzt wieder mein üblicher GPS-Kurztest. Ich zeige euch deshalb das Bild, damit ihr seht, wie die meteorologischen Bedingungen sind. Dazu drehe ich jetzt einfach mal das Bild und zeige euch. Ich stehe also hier unter Abschattung von einigen Bäumen. Der Himmel ist diesmal sehr bedeckt, aber im Großen und Ganzen habe ich trotzdem noch freie Sicht auf dem Himmel. Und jetzt rufen wir letztendlich das GPS-Testprogramm auf und sehen zu, wie schnell sich sozusagen hier der Fix einstellt. Also die Standortbestimmung, das geht relativ zügig. Ich habe jetzt hier GPS und GLONASS-Satelliten in der Sicht. Ich bewege mich jetzt ein wenig durch das Gelände, damit wir unterschiedliche Positionen ermitteln, und die Genauigkeit wird sich dabei etwas verändern. Ihr seht, die wächst langsam aufgrund meiner ständigen Bewegung und der Ausmessungen über die Satellitensignale auf 2 Meter. Das ist ein guter Wert. Auch die Empfindlichkeit des Empfängers ist gut. Damit ist eine Online-Navigation via Google Maps zum Beispiel leicht möglich. Das war's, liebe Freunde. Ja, weiter. Wir haben natürlich auch einen empfindlichen Telefonempfänger. Das Frequenzspektrum ist immens weltweit einsetzbar, natürlich dann auch in Deutschland. Alle verfügbaren Bänder sind hier empfangbar und implementiert. Ihr seht ja, im Zimmer LTE-Empfang dringt also auch durch das Haus ein. Wir sind hier ein bisschen unempfindlich, das ist aber nicht verwunderlich. Wir sind ja mitten im Haus. Wir sind auch etwa 2,5 Kilometer vom Sendemast entfernt. Das Wifi, das ist super empfindlich. Es ist ein Dualband Wifi. Wir haben also auch das 5 Gigahertz Band zur Verfügung und die Stabilität ist ausgezeichnet. Ein wenig Sounderlebnisse, das ist die Freisprecheinrichtung. Sobald eine neue Nachricht auf Ihrer Mailbox eingegangen ist, werden Sie über eine Kurznachricht im Display Ihres Mobiltelefons informiert. Um die Konfiguration Ihrer Mailbox zu ändern, drücken Sie die No. Das ist eine Testaufzeichnung während eines Reviews. Das ist eine Testaufzeichnung während eines Reviews. Ja, wir haben auch eine Message-LED, 3-Farben-LED. ODIG funktioniert auch ausgezeichnet. Und wir können natürlich auch YouTube-Videos sehen. Wir können sogar die Oberfläche vergrößern auf das 18:9 Format. Ja, Doggy S55. Ja, ein wenig zu der Kamera ab. Das ist also eine ungewöhnlich andere Kamera, aber also keine Default Android ab. Ihr seht hier, da gibt es auch keine großen Überraschungen. Die Modis könnt ihr durch das Sliden auf dem unteren Teil des Bildschirms erreichen. Ihr könnt die Kamera wechseln, zur Frontkamera. Das slidet ihr auch wieder durch die einzelnen Modis. Ein paar Modis sind über dieses Menü erreichbar, zum Beispiel eben hier dieses Plur-Menü. Das steht für beide Kameras zur Verfügung, wird alles interpoliert, da ist keine zweite Linse bzw. zweiter Sensor drin. Wir haben einen Panorama-Mode zur Verfügung, den allerdings nur in dem Rückkamerabetrieb. Wir können natürlich auch Aufnahmen machen. Und wir schauen uns ein wenig mal die Auflösung an. Ich hatte es ja eingeblendet. Wir haben eine elektronische Bildstabilisierung zur Verfügung. Wir haben verschiedene Bildeigenschaften, die wir wählen können. Und wir schauen uns mal an, wie die Bildgrößen sind. Hier 12 Megapixel für die Rückkamera und für die Frontkamera dann 8 Megapixel Auflösung. Interessant sind dann immer noch, welche Auflösung bieten die Videos. Das schauen wir gleich mal nach. Das ist die Bildgröße der Frontkamera, also 8 Megapixel maximal, das ist ein nativ 8 Megapixel Chip drin. Und schauen wir mal in die Videoauflösungen. Zunächst erstmal
auf die Frontkamera, da werdet ihr eine 720 Auflösung finden, und zwar mit 30 Bilder pro Sekunde, und die Rückkamera kann dann den Full HD Modus, also 1080, eben auch mit 30 Bilder pro Sekunde. Hier die elektronische Bildstabilisierung. Was mir aufgefallen ist, der Fokus beim Video arbeitet nicht sonderlich gut. Da muss man immer mit der Hand nachhelfen, und das zeige ich euch jetzt gleich. Also hier zunächst auf die Nähe fokussiert. Ich schwenke ein wenig in die Ferne. Der Kran kommt also jetzt nicht Fokus ran, wird versuche. Nicht scharf. Ich mache mit der Hand überhaupt nichts. Ich lasse die Kamera selbstständig arbeiten. Also den Autofokus nutze ich aus. Jetzt fokussiere ich mit der Hand. Also den rückwärtigen Weg. Schwenke wieder mit Handunterstützung. Die Ferne, der Kran, den versuche ich jetzt auch mit der Hand zu fokussieren. Okay, dann verändert sich die Belichtung etwas, und jetzt wieder zurück auf das Nahmotiv. Also hier muss ich auch mit der Hand nachhelfen. Und auch mit der Hand jetzt nachgeholfen. Ja? Schauen wir uns noch ein paar Bilder an. Ich habe nicht so prächtiges Wetter gehabt, aber was mich überrascht, dass diese Omnivision ziemlich scharf auch in der Ferne zeichnet. Also das sind brauchbare Aufnahmen für den täglichen Gebrauch als Schnappschüsse, allemal zu gebrauchen. Ich hatte nicht besonders gutes Licht, aber eben auch hier seht ihr im Nebel, das macht es doch noch annehmliche Aufnahmen, ohne jetzt etwa zu verpixeln oder zu rauschen. Ein paar Nahaufnahmen, ein paar Zimmeraufnahmen, auch die sind sozusagen ausreichend für Schnappschüsse. Hier, das ist natürlich ein schöner Schnappschuss, aber diese Motive gelingen in der Regel immer ziemlich gut. Also im mittleren Bereich schwächeln die Kameras selten. Das ist dieser berechnete Blur-Effekt, also kreisrunde Unschärfe. Hier nochmal ein Beweis dafür, dass man auch sehr scharf in der Nähe zeichnen kann. Ja, im Winter gibt es nicht so viel Motive. Wichtig ist die Security, die ist sozusagen unbedenklich. Also hier gibt es nirgendwo Schadsoftware, Blähsoftware. Also das ist ein pures Android, völlig beschwerdefrei, liebe Freunde. Jetzt schaut euch nochmal diesen Test an, und dann kommt meine Zusammenfassung. Ja, liebe Freunde, ein 80 Euro Smartphone eines chinesischen Herstellers, Yumi Diki, und ein Face-to-Face Zusammenfassung. Wie passt das zusammen? Das ist es mir einfach wert. Ich wiederhole, 80 Euro, liebe Freunde. Wer mein Review bis zu dieser Stelle gesehen hat, wird es wissen. Es ist ein Smartphone ohne Makel, ohne großen Makel. Es ist in allen Grundfunktionen hervorragend ausgerüstet. Natürlich, Yumi kämpft um Reputation. Die flunkern ganz gern. Das heißt also, ihre Hochglanzfolien entsprechen nicht immer der Realität. Was ist mir hier aufgefallen? Die Mehr von der Dualkamera ist natürlich auch hier vorhanden. Da gibt es keine Dualkamera, aber nicht so schlimm. Die Kamera macht trotzdem gute Bilder, selbst wenn dann nur dieser Blur-Effekt berechnet wird. Und was ist mir noch aufgefallen? Es gibt natürlich für 80 Euro eher keinen Gyrosensor. Der ist nicht vorhanden. Auch das habt ihr ja gesehen, wenn ihr in meinem Review aufmerksam wart. Aber was hat mir gefallen? Alles andere hat mir gefallen. Absolut gut an der Stelle für 80 Euro. Vollwertiges LTE-Smartphone mit einer Wahnsinnsfrequenzpalette in der ganzen Welt letztendlich einsetzbar. Voice over LTE, ihr könnt also auch via LTE telefonieren. Voice over Wi-Fi, ihr könnt auch mit dem Wi-Fi, wenn es euer Provider gestattet, telefonieren. Liebe Freunde, ein Face Unlock, also eine Gesichtsentsperrung, ein Finger
Abdrucksensor, der gut und flüssig arbeitet. Nicht ganz so schnell, aber das ist nicht immer so entscheidend. Also ich habe ehrlich gesagt eher wenig gefunden, was mir nicht gefällt. Und liebe Freunde, das habt ihr ja auch gesehen, ein Display, was man auch, das seht ihr hier, im Hellen gut benutzen kann, wenn es ein wenig reflektiert, okay. Aber die gemessene Leuchtkraft, weiß, habe ich euch ja im Review gezeigt, ist ausreichend, um das Ding vollständig gut in der Sonne beherrschen zu können. Ja, liebe Freunde, mir fehlen die Worte. Wem das Review gefallen hat, der soll ruhig mal den Daumen nach oben machen. Und ein Tipp an diejenigen, denen das nicht so gefallen hat, mir gefallen auch nicht alle Videos, einfach in die Kommentare schreiben. Dann kann ich ein wenig besser die Dinge im Review darstellen. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao.